Hallo und herzlich willkommen zu Samkart. Heute mit dem Spiel Transporters. Ja, wir gucken mal. Natürlich wieder gleich Musik raus. Ne, ganz, ganz wichtig. Content-ID-Musik. Okay, ja. Sofort alles raus. Da dürfen wir ja nicht lange hier lange fackeln. V-Sync machen wir an. Zack, zack, zack. So, Kamera, bla. Ist denn schon auf Deutsch? Euro ist drinne. Metasystem ist drinne, aber kein Deutsch. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, okay. Wir gehen einfach mal rein und gucken mal so, was uns so erwartet. Also einfach New Game. Zack. Oh, was ist hier los? Free to Play. Play Map. Play Szenario. Was ist Free Play? Okay. Alles klar. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Play Szenario. Karriere? Wieso gibt es keine Karriere? Das verstehe ich nicht. Ihr könnt doch nicht erwarten, dass die Leute, die das Spiel noch nicht mal kennen oder nicht mal gespielt haben, sofort einfach ein Free Map machen und sofort loslegen. Macht doch wenigstens ein kleines Tutorial oder sowas. Ne? Oder? Also bin ich jetzt so der Meinung. Wir jetzt einfach mal die erste Map und dann gucken wir mal. Einfach so alles lassen. Zack. So. Dann bin ich ja gespannt. Da sehe ich jetzt schon kommen, dass ich jetzt wieder alles selber lesen darf, selber herausfinden darf. Das ist ein toller Einstieg in solche Spiele. Ne? Ist aber schade. Also ich meine, so die Zeit sollte man sich schon nehmen, so, um die Leute wirklich abzuholen. Company Name. Some Card, so, Color Shame. Blau. Start Game. Okay, so. Ja, wie schon zu erwarten. Du wirst hier reingeworfen und dann mach mal. Toll! Warum macht man sowas? Was hier? Steelmill, wie sieht die anders aus? Glassworks. Okay. Gut. Ich habe halt den Vorteil, ich kenne halt schon so ein bisschen andere Spiele, zum Beispiel wie Railroad Tycoon, falls euch das was sagt. Das wird wohl dasselbe Prinzip hier sein. Müsst jetzt gucken. Workshop. Plant. Input. Was braucht der? Output wirft da nichts. Produktion Zement. Ah ne, der braucht Zement und Sand, um Construction Material zu bauen. Der braucht Öl. Der braucht Stahl. Was ist das? Wood, Lumber. Okay. Okay. So. Was ist hier? Plant Fiber, Wool, Goods. Bauxit. Das sind aber weite Strecken. Was ist das hier? Sandmine. Hier ist Sand. Sand und Clay. Meat. Plantfieber. Wood. Der macht hier Wood. Rock. Bauxit. Meat. Öl. Hier hinten ist Öl. Hier ist Crane. Clay. Wood. Also zweimal Wood haben wir. Öl und Sand. Kohle. Rock, also Stein und Sand. Kohle, Ebenohr, Eisenerz und Kohle. Lumber. Macht Guts. Und die Guts werden wohl hier reintransportiert. Okay. Chemicals, Plastik, Wood, Paper. Okay, Paper. Paper, okay. Company, ah, hier ist nix. World ist nix. Okay. Vehicles ist auch nix. Landscaping brauchen wir noch nicht. Ships. Port Docks. Road. Station Depot. Okay. Smallwood. Bridge Tunnel.
Upgrade, Connect Road, Connection Station. Cold Storage, Loading B Terminal. Depot. Bus Station. Cold Storage Terminal. Loading B. Stop, Truck Stop, Bus Stop. Die Frage ist halt, mit was fängt man an? Na? Das ist die echt große Frage. Waypoint, okay. Port, Dock, Small Dock, Large Dock, Port. Must be placed in water. Ah, hier. Okay. Und das denke ich. Also am meisten hat man immer schnell angefangen, eigentlich mit Zügen. Ne? So. Wir müssen mal gucken. Paper Mill. Wood Paper. Die Frage ist, wo gehört Paper hin? Wo muss Paper hin? Hier, Wood Lumber. Wo muss Lumber hin? Das ist jetzt die große Frage. Lumber? Hier kommt Wood hin. So, irgendwo war Lumber. Der hat Dings gemacht. Goods hat er gemacht. Hier, Lumber, Goods. So, das heißt, Kohle, warte mal. Ist das die einzige Maschine, die Lumber macht? Wood, Lumber, Sommel. Ernsthaft? Meat. Quain. Clay. Hier ist Wood. Also okay, hier haben wir schon mal Wood. Und Wood kann ich jetzt nach da bringen. Rock und Sand. Kohl, Iron Ore, okay. Chemicals. Gut. Aber wie kriege ich Chemikalien? Chemicals, Plastik. Solarpanels. Lumber Goods. Ja, hier muss irgendwie Lumber hin. Das ist echt krass. Gibt es hier irgendwie Layers? Ja, Layers. Aber Ship Navigation ist hier. Aber zeigt der mir jetzt auch nie an, oder? Nee, also bringt mir das auch nichts. Ah, das ist echt knifflig. Meat, ganz viel Meat. Aber wo soll das Meat hin? Die Stadt oder was? Quain. Akzeptieren die sowas? Food, Vegetable, Meat. Ah, okay. Die akzeptieren also auch Meat. Das heißt, wir machen einfach das ganz simpel. Für den Anfang machen wir einfach Meat. Das sind zwei Mietstationen. Oder waren nicht drei irgendwo? Hier ist auch nochmal Wood. Rock haben wir hier. Okay, das heißt, wir machen jetzt eine Mietstation und bringen die, also er produziert schon. Und produziert, und wir bringen die jetzt hier in dieses Ding. Ach, der will gar keinen Miet haben. Ach, auch noch. Goods, Alkohol, Food. Das ist ja doof. Der will also gar keinen Miet haben. Macht ihr auch nochmal Lumber? Aber wo soll das Lumber hin?
Das ist ja das. Lambda war hier. Lambda Goods. Okay. Das heißt, wir bringen also von hier nach dahin. Bringen wir jetzt das ganze Zeug. Genau, denn am besten per Schiff hier rüber. Das wäre eigentlich das Sinnvollste jetzt, wenn wir das machen könnten. Wir gucken mal. Arkbridge. 20.000, Viadukt. Overpass. Okay, Flip. Flip Track. Overhaul. CTL. Mouse Wheel. Okay. Das scheint wohl wie eine Art Tunnel zu sein, oder? Ist das wie eine Art Tunnel? Ah, nee, ist eine Brücke. Okay, das heißt, er kann da aber nicht mehr durchfahren. Tunnel. Rampe. Unebenes Terrain. Willst du mich verarschen? Arkbridge. Ja, was ist billiger? Das ist halt die Frage. Was ist billiger? 103.000. Kostet das hier schon. 28.000. 10.000. Gut. Was macht der? Bridge too short. So, jetzt haben wir eine Brücke gebaut. Ist die Frage, passen da nachher Schiffe durch? Na gut, für den Moment ist erstmal wie unwichtig. So. Okay, Train Station, Basic Station, Freight Terminal, Cargo, Passenger, Stop, Passengers and Cargo, Slow Loading Speed, Small Kapazität. Okay. Wir schauen es einfach mal. Freight Terminal. Liquid Transfer Terminal, All Cargo, Gold. Wir machen jetzt einfach mal nur zum Test einfach eine ganz normale Strecke. Dann gucken wir mal. Aber irgendwie kommt er hier gar nicht ran. Wieso nicht? Was stimmt hier nicht? Doch jetzt. Ah, okay. Gut. So. Da haben wir eine kleine Strecke gebaut. Und jetzt muss ich da durch den Wald. Mann, oh Mann, hier muss man sich echt erstmal durchfuchsen, ne? Bis hier hinten hin. Krass. Bis hier hinten hin muss ich jetzt. Es ist heftig. So. Train Station. Station Cargo only. Accepts Wood. Okay. Gut. Schau mal. High Speedway Standard Rail. Okay, ja, ist es egal. Ich will jetzt einfach nur gucken, dass wir irgendwie irgendwas hinkriegen.
scheint jetzt schon zu hapern. Ich weiß nicht, wir müssen einen Tunnel oder sowas bauen. Scheint so auf jeden Fall. Dass wir Tunnel bauen müssen. Scheiße. Also es ist echt ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, für den Anfang. Ich muss jetzt irgendwie hier einen Tunnel reinballern. Das wird auf jeden Fall eine sehr weite Strecke, muss ich mal sagen. Der baut ja noch nicht mal. Wenn kein Dings da ist, kein Konflikt, baut der auch nicht. Uneven Terrain. Jetzt kann er diese Stützpfeiler da nicht bauen, oder was es da ist. Junge. Der Kralle ist abgesägt. Ach so. Hey, ist ja so ein Ding. Stimmt. Ja, dann müssen wir halt außen rumfahren. Kann ich jetzt nicht ändern. Aber hier will er auch nicht durch. Was jetzt? Wieso war gerade das Spiel so verschwommen? Krass. Ja, meine Kamera macht schon wieder nichts. So, jetzt. Und Even Terrain, jetzt kann ich das nicht mehr bauen, wenn dieser blöde Bug-Dings hier da ist. Aber hier ebnet auch nichts, ne? Landscaping, Edit, Height. Jetzt. Aber die Steine macht er nicht weg. Change height. Hä? Soll jetzt runtergehen? Was macht er denn da? Warum geht er immer hoch? Jetzt. Aber jetzt ist so ein blöder Stein hier im Weg. Wieso macht er das? Hä? Also, es ist echt ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Jetzt macht er das hier durch. Dann muss ich halt einen Tunnel bauen. Flipper.
Okay, ist aber teuer. Also Tunnel bauen ist teuer. Gut. Okay, ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir irgendwie außen rumkommen. Sonst macht das hier gerade gar keinen Sinn. Destroy. So, irgendwie muss ich hier geradeaus. Aber wieso macht der hier nicht so ein blind? Ah, hier irgendwie uneben ist. Ja, wie kriege ich das denn ungeebnet? Keine Ahnung. So macht das hier wieder höher. Ich will es aber nicht höher haben. Ich will es runter haben. Komisch. Das heißt, hier muss ich irgendwie höher gehen. Wie? Okay, machen wir mal so. Rampe. Player auch nicht. Ey, warum baut der denn nicht automatisch mal so eine blöde Rampe? Das ist ja echt blöd gemacht, muss ich sagen. Oder? Also ich finde es echt blöd gemacht. Verstehe ich nicht. Uneben Terrain, also unebenes Terrain. Ja, hä? Junge, 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 das ist echt anstrengend. Landscaping, ich will das runter haben. Jetzt geht da wieder hoch. Nein, du sollst nicht hoch. Braucht er eine Wand. Warum geht denn der jetzt hoch? Er soll runter. Verstehe ich nicht. Switch, select level high. Ah, jetzt. Select level high. So, jetzt. Ah, jetzt. Okay, man muss zuerst mit Q und E muss man zuerst die Höhe machen. Die Höhe sich dann holen und dann kann man das runter machen. Das ist echt kompliziert. Also, das hätte man auch gleich, sage ich jetzt mal, automatisch machen lassen können. Also finde ich jetzt. So. Ja, jetzt geht's aber hier wieder los. Okay, wir kommen schon noch irgendwann an unser Ziel. Also das ist schon echt heftig, muss ich sagen. So. Jetzt geht's irgendwie runter.
Und hier macht das. Ich muss hier runtergehen. Nee, war falsch. Wieso? Ändert er schon wieder den Mode? Jetzt Select Level High, so. Jetzt. Jetzt kann ich die Rampe bauen. So auch nicht. Stehe nicht. Das ist echt kompliziert. Das heißt, ich muss hier was ransetzen. So, haben wir jetzt die Höhe. Jetzt geht das wieder nicht. Ich will doch bloß die Höhe machen. Da muss ich das manuell machen. Manchmal ist es echt ein bisschen komisch. Reicht aber immer noch nicht. Hier vorne muss das hin. Jetzt bestimmt wieder zu hoch. Oh weia. Das ist echt creepy. Ohne dass überhaupt mal ein Zug fährt, hier musste erstmal 3 Stunden lang erstmal so eine scheiß Bahn bauen. Ja, das ist echt, weiß ich nicht. Ohne Erklärung, ohne nichts, wirst du wieder in die Welt hierin geworfen. So, es funktioniert hier einfach auch gar nichts, ja. Kein Tunnelbau, nichts so wirklich. Warum kann man das nicht so machen, dass der einfach automatisch das denn verbindet? Das verstehe ich einfach nicht. Das muss doch möglich sein. Wie kann ich das denn hier so gerade machen? Weil das muss hoch, das muss runter. Ah. Aber das haut ja auch irgendwie jetzt nicht hin. Weil das muss hoch, das muss runter. Wie soll das gehen mit Dreieckformat? Bescheuert. So. Jetzt. Nee, geht ja nicht. Deswegen, das ist total bescheuert. Das hier muss runter und das muss oben bleiben. Das funktioniert aber nicht. Es wird immer eine Schräge passieren. Es kommt, wird immer eine Schräge kommen. Ja, deswegen, also das System ist ein bisschen nicht durchdacht, also weiß ich nicht.
Das hat aber immer eine gewisse Schräge. So, das heißt, muss einmal höher noch. Okay. Ja, das ist echt kompliziert, also. Das ist ja Wahnsinn. Du musst ja richtig Ingenieur schon werden hier, bevor du das überhaupt mal loslegen kannst. So, haben wir es jetzt endlich? Immer noch nicht. Hier vorne muss es höher. Manchmal kann ich hier die Höhe auswählen und manchmal ist nur Plus und Minus. Hä? Jetzt lass mich doch mal diese blöde Rampe hier bauen, ey. Es ist echt, echt kompliziert. Na gut, okay. Ja, ihr seht, ehe man hier überhaupt mal spielen kann, muss man erstmal hier 3 Stunden lang durchbladen. Ja, es ist echt kompliziert. Ich will da einfach nur eine scheiß Bahn hier rüberziehen, anstatt man so ein System mal entwickelt, dass man einfach, dass es irgendwie automatisch geht und er so einfach die Rechnung macht, denn, ja. So mit Tunneln und sowas alles. Ich weiß nicht, was das so... Okay, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.